Großer Endspurt bei diesem Titan in Zelda Breath of the Wild. Daniel in der letzten Folge dankenswerterweise dieses ganze Ding auf einmal gelöst. Jetzt gilt es zur Steuerungseinheit vorzudringen und das müsste das Ding nach vorne sein. Und da gibt es einen Bosskampf. Bosskampf. So. Aktivieren. Mag der Eispfeil denn nicht? Ganons Feuerfluch. Das kann gut sein. Dann schieße ich es einfach mal mit Eispfeilen auf den. Dieses Monster hat Ganon vor 100 Jahren erschaffen. Mich hat es erwischt. Aber an dir wird es sich die Zähne ausbeißen. Mach es fertig, Bruder! Der hat lauter so Feuerlöcher. Vielleicht muss man da reinschießen mit was Kalten. Wie bei... Ja. Sieht so mittelfiel ab. Jetzt! Immer feste drauf! Aber der fällt irgendwie... Kann der mal hinfallen? Achso, ist hier eigentlich Aufwind die ganze Zeit? Nee, ne? Ui, der hat... gut reingebrannt. Ich esse jetzt mal, was es mir ein bisschen mehr Leben gibt. Feuerschutz essen geht nicht, oder? Jetzt essen wir mal... Das ist vielleicht ein bisschen krass, oder? Ja. Essen wir erstmal das. Ich komm da nicht der hoch. Fackel ich ist hab auch die scheiß Fackel in der Hand. Gegen der das Masterschwert hilft 60 halt gegen jetzt, Super, ne? Hm? Gut, jetzt geht's ihm. Ja, wie komme ich denn da hin? Keine Ahnung. Warte mal. Kann ich irgendwo klettern und check's grad? Ich kann natürlich mit Rivalis. Fluch, Sprungangriff. Aber nur einmal. Warte mal, ich muss halt einfach schauen, dass der flach über dem Boden ist. Jetzt, ja. Hä, ich treffe den halt einfach nicht. Geht halt auf der Höhe nicht. Das ist halt nur, wenn ich halt im Sprung einen Angriff mache, der muss schon über dem Boden sein, weil sonst bringt es ja gar nichts. Was soll denn das? Vielleicht ist das gar nicht so gedacht, dass du den irgendwie mit dem Schwert triffst. Ich kann doch nicht hier. Die können doch nicht davon ausgehen, dass ich über 50 Feuerpfeile dabei habe. Eispfeile, aber. Vielleicht ja. Vielleicht ja doch, wer weiß. Das Rivali-Ding funktioniert hier nicht, oder wie? Doch, aber dann kann ich ja auch noch einmal zuschlagen. Gut, jetzt gibt's ihn! Ja! Das ist ein bisschen überdimensioniert. Was ist denn jetzt los mit ihm? Jetzt fliegt er sich weg. Ist ja gemein. Oder
Oder du ballerst halt, wenn er ohnmächtig ist, ihm noch ein paar Eispfeile rein oder nutzt so einen antiken Pfeil, vielleicht tut ihm der ja extra weh. Immer feste drauf! Also wird das nichts. Erstmal was. Ich sollten die Pfeile schon reichen, glaube ich. 32 Eispfeile. Also ich meine, ich kann den so einfach voll langsam einfach abschießen. Vielleicht hört er jetzt das Fliegen auf. Oh. Oh. Pass auf seine Feuerbälle auf! Die sind brandgefährlich. Auf seine was? Feuerbälle. Feuerbälle. Brand gefährlich. Checkst du, ne? Oh, oh. Ist er immer noch kurz danach verwundbar? Nee, jetzt irgendwie gar nicht. Genauso wieder verdecken bleiben. Muss ich die zurückschleudern? Keine Ahnung. Aber wie denn? Stase? Meine Bombe auch hinschmeißen. Pass auf. Wie ja, soll das Ding reagiert? Weg nicht? Von dem Feuerball! Normale Angriffe bewirken jetzt nichts. Oh. Was heißt normale Angriffe bewirken jetzt nichts? Schmeiß mal eine Bombe. Auf wen? Auf ihn. Soll das bringen? Glaub mir. Jetzt. Ah! Du hast ja drauf, ey. Alter. Ach so, weil er das dann... Als würde er es einsaugen. Tja. Das ist deine Chance, Bruder! Die schönen Eispfeile. Das ist so geil. Wie auf der Wiesen beim Schießen. So, der hätte natürlich auch einen stärkeren Bogen nehmen können. Ne? Vielleicht ja jetzt. Oh oh. Pause. Der ist kaputt. Wir nehmen. Na gut, aber das ist der stärkste, den wir haben. Der andere ja, brennt halt. Den. Das Banjo. Jetzt gibt's ihm! Einer noch! Ein Pfeil noch! Damn, bitch! Yes! Thank you.
clean up aisle 3. Nehmen wir den halt mit. Yeah. Jetzt kriegen wir endlich das Masterschwert. Ja, komm. Scheiß auf die eine Kiste. Wahrscheinlich waren es noch drei. Schön aufgeräumt. Dank dir ist meine Seele jetzt wieder frei. Ich schulde dir was. Das Ganze ist mir schon peinlich. Ich habe mich abmurksen lassen, während Hyrule den Bach runtergegangen ist. Und du musstest den ganzen Schlamassel dann ausbaden. Aber egal. Rodania gehört uns. Du hast ihn für uns zurückgeholt. Seit 100 Jahren warte ich auf diesen Moment. Jetzt ist er endlich gekommen. Zuerst mal setze ich den Titanen in Gang, dann wird Ganon ins Visier genommen. Wenn du im Schloss gegen ihn antrittst, ist es soweit, dann kriegt er eine volle Breitseite verpasst. Und noch was. Hast du Interesse an meiner Kraft, Daruks Schirm? Nee, hau ab. Ich bin ein Geist, weißt du. Ich kann recht wenig damit anfangen. Viel Spaß damit! Die schon. Bubble Shield halt. Immer daran. Meine Kraft ist jetzt in dir. Ein Teil von mir wird immer an deiner Seite stehen und dich beschützen. Dann los, Bruder. Kümmere dich um die Prinzessin. Coolio. Ja, uns fehlen eigentlich nur noch die Gerudo, oder? Ja, wie sehen die nochmal aus? Das war doch dieses Wüstenvolk, die alle so... Also auf dem N64, da gab es da nur Frauen, glaube ich. Also Ganon, ist nicht Ganondorf selbst einer von denen gewesen? Die so rote Haare haben, dunkle Haut und so? Ja. In der Wüste waren wir noch nicht, die gibt es auf jeden Fall. Und das ist dann wohl die letzte Gegend, die noch übrig ist im Südwesten. Aber jetzt wird erstmal Schloss Hyrule gebrutzelt. Ich dachte auch die ganze Zeit deswegen, dass die Koronen im Südwesten wohnen, weil da so rote Berge sind. Ich dachte nicht noch aus Twilight Princess, aber mich vertan. Gab es in Twilight Princess die Gerudo noch? Das weiß ich nicht. Ja, das kann ich nur gerade noch an Ocarina of Time erinnern. Mein Track-Record bei Zelda ist ja sehr dürftig, deswegen keine Ahnung. Jetzt können wir Ganon eine verpassen, die sich gewaschen hat. Wenn du gegen ihn kämpfst, kriegt er von Rodania ordentlich eins auf den Pelz gebrannt. Hyrule gibt's also immer noch. Auch nach 100 Jahren noch ein prächtiger Anblick. Und Goronia scheint auch noch zu stehen. Was ist nach der großen Verheerung wohl aus den Goronen geworden? Ich hoffe, sie haben das alles gut überstanden. Hm?
Sieh mal an. Scheint ja alles in Ordnung zu sein. Yeah. Alles klar. Wie der da steht und guckt. Wenn ich ZL gedrückt halte, was ist denn ZL? ZL. Ach, guck an. Wie lange habe ich das jetzt? Kann ich das dauernd machen oder was? Könnte gegen die Guardians ganz gut sein. Wenn die mit ihren Lasern angeschissen kommen. Ja, schon, oder? Kein Cooldown. Das ist einfach nur die Block-Taste. Das ist jetzt halt um mich rum noch so ein Bubble Shield. Voll geil. Bubble Wrap wäre besser. Hallo, schöner Morgen, was? Du kommst wirklich zu einem günstigen Zeitpunkt hierher. Bis vor kurzem hat sich am Todesberg noch eine Monster-Echse rumgetrunken, aber jetzt hat sie sich beruhigt. Jetzt ist es hier wieder sicher. Ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt. Heiß ist es aber noch immer. Das ist der Ortseingang hier so, ne? Ja. Ah! Oh! Oh, hallo. Vielen Dank, dass du Rodania für uns besänftigt hast. Ich weiß nicht, was du im Inneren von Rodania gemacht hast, aber sieht so aus, als hätte er sich beruhigt. Eben habe ich oben auf Rodania den ganzen großen Daruk stehen sehen. Wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet, oder? Ja. Aber wie dem auch sei, das hat mir jedenfalls neuen Mut gegeben. Ah, da fällt mir ein. Als ich dem Chef von dir erzählt habe, meinte er, ich soll dich zu ihm bringen. Das war ein Befehl vom Chef, also gibt es keine Diskussion. Komm mit. Das würde ich gern können. Also in echt. Wer nicht. Oh, hallo. Yunobu hat mir alles erzählt. Der Hylianer, der Rodania besiegt hat. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Nicht zu glauben, und das, wo meine Rückenschmerzen weg waren und ich mir Rodania vorknüpfen wollte. Mhm. Jetzt sehe ich wegen dir so aus, als hätte ich die Rückenschmerzen nur simuliert. Und Yunobu hat sich auch endlich mal zusammengerissen. Aber genug davon, schau dir lieber mal das hier an. Rodania hat sich endlich beruhigt. Jetzt können wir am Todesberg endlich wieder nach Erz suchen. Ach ja, ich muss dir ja noch danken. Wenn du willst, kannst du dir den Schatz aus meinem Haus holen. Es ist ein Schwert, das einst Daruk gehörte. Damit müsstest du doch was anfangen können. Außer natürlich, du als Hylianer weißt es sicher schon. Damals vor 100 Jahren hatte der hylianische Recke ein Schwert, das heilige Bannschwert. Du hast ja ein mächtig scharfes Schwert. Das, du siehst aus wie der hylianische Recke, der an Daruks Seite gegen die Verheerung Ganon gekämpft hat. Ohahaha. Tada! Tja, Bandschwert haben wir auch schon. Dann kann das ja nun ein rechter Scheiß sein, was da drin ist. Es ist kein Platz im Inventar. Bergspalter, die Waffe des Recken Daruk ist eines der stärksten Schwerter überhaupt. Daruk selbst konnte es zwischen zwei Fingern halten. Hylianer dagegen können es kaum heben. Tja. So, das schmeißen wir weg. Alles diese andere. Fackel. Jetzt brauchen wir Bockstock. Ja! Geil. Ja, das war da schon so. Coolio! Hatten wir hier noch was abzugeben? Nee, ne? Nö, aber wir kriegen jetzt wahrscheinlich in der Goronen-Hauptstadt Quests, wenn wir das wollen. Aber wir haben noch nicht mal die bei den Orni gemacht und die bei den
kurz schauen, wo die. Halt ich muss hier und dann. Nee. So, und dann Tagebuch. Und dann, wo ist der letzte Titan? Die vier Titanen. Cordy. Da was unten. Ist da unten? Da waren wir noch gar nicht in dem Bereich. Also da müssen wir noch hin. Genau. Und dann haben wir zumindest die Main Quest ja weitestgehend abgefrühstückt. Genau. So, dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle eine Pause. Für uns ist dann die nächste Session erst wieder, also wir nehmen das gerade vor der Gamescom 2017, ich sag's sicher, fahren wir mal dazu. Auf und die nächste Session ist dann erst, wenn wir von da aus wieder zurückgekehrt sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.